Laura Müller wäre auch unsere erste Preisträgerin gewesen, aber leider hat sie momentan einen Adventskalender, den sie auspacken muss und deswegen kann sie heute nicht hier sein. Aber wir haben jemanden da, der, obwohl praktisch er nicht mehr der Manager von ihr ist, trotzdem sowas wie ihr bester Freund in diesem Jahr gewesen ist. 20% des Preises sind auch für ihn. Und deswegen nimmt stellvertretend für Laura Müller Markus Krampe diesen Preis entgegen und er wird reingetragen von unseren Preisträger-Trägern. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Kann ich den so direkt schnappen hier? Ja. Ja, ich bin ja froh, dass die Jungs mich nicht getragen haben. Ich hatte wirklich Schiss, dass sie mich vielleicht fallen lassen. Das ist der Preis und wir machen es wie bei jeder anständigen Preisverleihung. Man hat immer nur eine begrenzte Zeit, noch mal was Warmes zu sagen, irgendwelche Worte loszuwerden. Das sind 60 Sekunden bei uns. Und deswegen kannst du dich jetzt gerne stellvertretend auch für Laura für diesen Preis bedanken. Die Zeit läuft ab jetzt. Ja, zunächst mal muss ich sagen, das ist ja wirklich ein toller Preis. Also sieht sehr schön aus. Ich habe mir natürlich keine große Rede ausgedacht, weil ich wahrscheinlich der einzige Knallkopf war, den ihr gefunden habt, der sich hier hinsetzt und ein paar Worte zu sagt und der sich auch mit Laura oder Wendler gerade so in Verbindung bringen lassen will. Aber wir hatten auch gute Zeiten und deshalb mache ich das natürlich gerne. Ich, auch wenn die Kommunikation ein bisschen eingefroren ist im Moment. Red ruhig direkt in die Kamera. Ist natürlich schwierig, dass ich den vielleicht irgendwie ihr zukommen lasse. Ich lasse mir irgendwas einfallen. Vielleicht schicke ich den Timo Berger vorbei, der hat die Adresse. Und, kann der das darf vielleicht, auch einreisen. Der kann das vorbeibringen. Aber Spaß beiseite, dieser Playboy war wirklich sehr erfolgreich. Ich habe gestern mit dem Playboy-Chef telefoniert und sie hat das verdient. Sehr schön. Markus, vielen Dank. Vielen Dank. Dein Preis. Wahnsinn. Was für ein stolzer Preis.